Lätzchen gesucht, zumindest habe ich es versucht. Ich bin wie jedes Jahr um diese Zeit in Wiesbaden im Tatasaal zum Weiberfasching. Und es donnert und dröhnt und dieser Raum, den ich mir gesucht habe, der halt wie eine Bahnhofshalle. Nichtsdestotrotz, ich habe diesen Monat ein Anliegen an euch, und zwar ein ernstes Anliegen. Ihr habt ja sicherlich alle mitbekommen, dass in Hinsicht auf die Fußball-Europameisterschaft ziemlich schlimme Dinge passieren. Es werden auf den Straßen zigtausende Hunde auf teilweise bestialischste Weise dahin gemutet. Sie werden erschlagen mit Knüppeln, sie werden vergiftet, sie werden teilweise bei lebendigem Leibe verbrannt oder vergraben. Es ist grauenvoll. Und als ob das nicht gereichen würde, passiert in Aserbaidschan nun genau das Gleiche. Und warum? Diesmal ist der Anlass der Eurovision Song Contest. Tja, man hätte gedacht, die Menschheit lernt aus einem Fehler, aber sie lernt nichts daraus. Thomas D., einer derjenigen, die ja nun aussuchen, wer zum Eurovision Song Contest von Deutschland aus dabei ist, hat sich insofern dazu geäußert, dass er gesagt hat, ja, ganz schöne Sache, die da passiert, aber ich werde natürlich hinter meinen Schützlingen stehen, dass die Veranstaltung gut über die Bühne geht, sinngemäß. Das heißt, tut mir leid, aber scheiß auf die Hunde. Ich finde es absolut nicht tragbar. Es zeigt einmal mehr, dass die Menschheit dafür Geld irgendwie alles tut und jegliche Rechte, jegliche Gerechtigkeit alles über Bord wirft. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang eben um etwas bitten, und zwar um Folgendes. Es wird wie immer, wenn große Veranstaltungen sind, sei es eben die EM, die Fußball-EM oder sei es der Eurovision Song Contest, es wird im Vorfeld wieder überall in den Geschäften Produkte geben, auf denen Werbung drauf ist. Das heißt, es können Cornflakes sein, es kann Kaffee sein, es kann Kaffeesahne sein, es können Fanartikel oder sonst irgendetwas sein. Ich bitte euch aus tiefstem Herzen, kauft keinerlei Produkte mit Werbung für die Fußball-EM oder für den Eurovision Song Contest. Denkt daran, das sind Sponsoren, die diese Werbung auf diesen Artikel machen. Das heißt, diese Firmen geben Geld, damit die Veranstaltungen stattfinden. Heißt im Klartext, diese Firmen sind mitbeteiligt am Massenmord, der dort in diesen Ländern passiert. Unterstützt das bitte, bitte nicht. Es gibt immer zu jedem Produkt, was man haben möchte, noch ein passendes Gegenstück, wo man sagen kann, okay, ist vergleichbar. Tut mir den Gefallen, verzichtet im Namen der hilflosen Tiere auf solche Produkte, dass ihr nicht gleichzeitig, denn das müsst ihr bitte bedenken, wenn ihr solche Produkte kauft, auf denen mit solchen Veranstaltungen geworben wird, seid ihr gleichzeitig mit Schuld an dem, was dort passiert. Ihr seid sozusagen mit live dabei als Massenmörder an diesen Tieren. Das ist mein Aufruf für euch. Und nichtsdestotrotz lasst euch die Karnevalszeit nicht vermiesen, aber bitte, bitte, im Namen der hilflosen Tiere, denkt bitte daran und tut ein gutes Werk. Wenn es schon die Promis nicht tun, lasst es uns tun. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, eure Gina.